Dann bleibt doch wieder an mir hängen. Aber zum Glück kenne ich ein gutes, postliches Adventsgedicht und das heißt auch Advent und ist von Viktor von Bülow. Oh ja. Advent. Es blaut die Nacht, die Sternlein blinken, Schneeflötzen leiser niedersinken. Auf Edeltenderns grünen Wipfel häuft sich ein kleiner weißer Zipfel. Und dort, vom Fenster her durchbricht, den dunklen Tann ein warmes Licht. Im Forsthaus kniet bei Kerzenschimmer die Försterin im Herrenzimmer. In dieser wunderschönen Nacht hat sie den Förster umgebracht. Er war ihr bei des Heimes Pflege seit langer Zeit schon sehr im Wege. So kam sie mit sich überein, am Niklasabend muss es sein. Und als das Rehlein ging zur Ruhe, das Häslein tat die Augen zu, erlegte sie direkt von vorn den Gatten über Kimm und Korn. Vom Knall geweckt rümpft nur der Hase zwei, drei, viermal die Schnuppernase und ruht dann weiter süß im Dunkeln, wie bei die Sternlein traulich funkeln. Und in der guten Stube drin, da rinnt des Försters Blut von hinnen. Nun muss die Försterin sich eilen, den Gatten sauber zu zerteilen. Rasch hat sie ihn bis auf die Knochen nach Waldmannsitte aufgebrochen. Voll Sorgfalt legt sie Glied auf Glied, was der Gemahl bisher vermied. Ein Stück Filet legt sie zurück als festtägliches Bratenstück. Und packt zum Schluss, es geht auf vier, die Reste in Geschenkpapier. Da tönt's von fern wie Silberschellen, vom Dorfe hört man Hunde bellen. Wer ist, der in so tiefer Nacht im Schnee noch seine Runde macht? Knecht Ruprecht kommt auf goldenem Schlitten mit einem Hirsch dahergeritten. Hey, gute Frau, habt ihr noch Sachen, die armen Menschen Freude machen? Das Försterhaus ist tief verschneit, doch seine Frau steht schon bereit. Die sechs Pakete, heiliger Mann, das ist alles, was ich geben kann. Die Schlittenglocken klingen leise, Knecht Ruprecht macht sich auf die Reise. Im Försterhaus die Kerze brennt, ein Sternlein blinkt, es ist Advent. Viktor von Bülow kennen Sie als Jojo, ja? Wir sind am Ende unserer Wanderung angekommen. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht. Mir hat es Spaß gemacht, ja? Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit. Ich wünsche Ihnen eine schöne Adventszeit, ein frohes Fest, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und vielleicht sehen wir uns im neuen Jahr mal wieder. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Dankeschön.